So, grüße euch. Ich bin Voidpointer und ihr seid bei der Abreise, dem letzten Programmpunkt der IGA 2023. Wir erzählen euch mal noch, was hier so passiert ist. Geben euch noch ein paar Anekdoten mit auf die Heimreise und schauen ein bisschen in die Zukunft hoffentlich auch noch. Zuallererst mal ein großes Dankeschön an alle Leute, die diese Veranstaltung überhaupt möglich machen. Das seid natürlich zuallererst mal ihr hier als Teilnehmende, die sich Vorträge und Workshops anschauen und anhören, die hier aber auch ganz tatkräftig als Engel mithelfen. Und es sind ganz viele Vereine und Organisationen hier aus dem Raum Bamberg und aus der Umgebung, die uns helfen, das hier möglich zu machen, das hier auch als so unkommerzielle, selbsttragende Veranstaltung überhaupt möglich zu machen. Das ist größtenteils in alphabetischer Reihenfolge. Ich möchte hier niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Das ist zum einen der ASTA hier in Bamberg, also der Allgemeine Studierendenausschuss und als Teil davon auch Kontakt, das Kulturfestival. Ihr werdet hier auf dem Gelände ganz oft dieses Logo mit den zwei aufeinander zeigenden Pfeilen gesehen haben. Auf demselben Gelände, auf dem ihr euch befindet, war vor ein paar Wochen ein großes Kulturfestival. Ein paar Größenordnungen größer als die IGA dieses Jahr war. Das waren so ungefähr 20.000 Leute, die hier in einem verlängerten Wochenende durchgelaufen sind. Und von da ist vieles der Kunst, die ihr hier seht, da ist viel der Vorarbeit reingeflossen, um dieses Gelände nutzbar zu machen. Und ungefähr, also nicht zuletzt durch dieses Festival ist überhaupt die Idee aufgekommen, hier mal eine Veranstaltung so als Hackerspace Bamberg, als Backspace e.V. zu veranstalten und mal dieses Gelände, das sich so gut für ein Kulturfestival eignet, auch für eine Chaos-Veranstaltung zu nutzen. Weiter geht's mit einem weiteren Verein, der da einen fehlenden Punkt hat. Das ist die KUFA, die Kulturfabrik als Einrichtung der Lebenshilfe Bamberg. Die haben hier nebenan ebenfalls eine Veranstaltungshalle und haben sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt, dass wir euch da Schlafplätze anbieten können. Wir haben es vorab schon gemerkt, Bamberg ist eine schöne Stadt, sie ist auch eine Weltkulturerbestadt und gerade jetzt zur Sommerzeit ist es hier wirklich schwierig, Hotels zu finden, vor allem bezahlbare Hotels zu finden. Von daher großen Dank an die KUFA, dass wir da unkompliziert eine Schlafmöglichkeit anbieten konnten. Wie das dem im Detail ausgesehen hat, können wir uns auch nachher nochmal anschauen. Und viele Firmen und Organisationen aus der Gegend hier unterstützen uns. Das ist die Brose Arena, von der einige Leute hier tatkräftig mithelfen, die uns auch zu sehr freundlichen Konditionen Equipment für diese Veranstaltung gegeben haben, nachdem es ja auch eine nicht kommerzielle Veranstaltung ist. Ebenso Patzak Veranstaltungstechnik mit einem sehr ähnlichen Angebot. Die Stadtwerke hier in Bamberg haben uns sehr kurzfristig und sehr unkompliziert einen symmetrischen 1 Gigabit Internetanschluss gelegt. Allerdings nicht auf dieses Gelände. Das Gelände ist infrastrukturell ziemlich abgekoppelt. Stattdessen findet das da drüben in der Berufsschule statt und dann haben wir da eine Richtfunkverbindung. Da wird uns unser lieber Netzwerker Fusen nachher noch was dazu erzählen. Unsere Getränke kommen von den Firmen Wagner und Sagasser, die auch mit viel Geduld unser Chaos auf sich genommen haben und uns sehr gut versorgt haben. Und zu guter Letzt natürlich der Backspace e.V., der CCC-ERFA ist und der Hackerspace hier in Bamberg. Aus diesem Verein kommt ein großer Teil der Orga, die hier in langer Zeit das alles vorbereitet hat. Auch der gesamte Freundeskreis und die Familie ist da definitiv mit einbezogen worden. Also vielen Dank an euch alle für eure Geduld und dass ihr es mit uns aufgenommen habt. Es helfen auch schon die Kleinsten mit. Ich glaube, der jüngste Teilnehmer der IGA, den hat es bei der letzten IGA noch nicht gegeben. Der ist noch nicht mal ein Jahr alt und der ist trotzdem fast jeden Tag hier dabei gewesen. Ja, was haben wir denn hier eigentlich? Dankeschön. Und dieser Applaus gilt definitiv allen Leuten, die ich gerade erwähnt habe und allen Leuten, die ich hier möglicherweise in der kurzen Vorbereitungszeit vergessen habe. Ihr habt ja schon gemerkt, dass das mit dem Closing hier nicht so ganz pünktlich angefangen hat. Ja, wir haben jetzt hier eine Erfahrungsreise gemeinsam erlebt. Wir hatten natürlich einen Haufen Vorträge. Ihr seht die Zahlen. Die Einreichungen waren sehr vielfältig und sie waren durch die Bank alle sehr gut. Wir haben keine einzige Einreichung ablehnen müssen. Sie waren alle super. Nichtsdestotrotz reicht gerne noch mehr ein, macht die Veranstaltung noch vielfältiger und unterstützt uns auch gerne nächstes Jahr wieder mit euren Ideen und euren Projekten. Was hier unten unter diesen einen Punkt fällt, viele spontane Projekte und Aktionen. Ich könnte hier gar nicht genug Folien füllen mit all den Fotos, die es davon gibt und mit all den Eindrücken, die man da mitnehmen konnte.
es sind so Sachen entstanden, dann fuhr da plötzlich eine motorisierte Eurokiste durch die Gegend, dann hat es noch ein paar Minuten länger gedauert, dann stand da ein Telefon drauf, das man benutzen konnte. Das müssen diese Mobiltelefone sein, die heute so in Mode sind. Was hatten wir noch? Dann hat irgendjemand mit einem weiteren motorisierten Gefährt einen Waffellieferservice angeboten. Wir hatten alle möglichen kleinen Spiele, bei denen man mit Programmierung oder mit Hands-on einfach selber irgendwelche Sachen spielen konnte. Ihr seht da drüben im Nebenraum immer noch ein Kunstprojekt, wo ihr selber mit UV-reaktivem Tape Sachen an die Wand künsteln konntet. Mir ist gesagt worden, wir haben fast 200 Meter von diesem UV-Tape da an die Wände geklebt und es sieht einfach wunderschön aus. Und viele weitere Sachen. Aus dem Uni-Umfeld sind ja ein Lötworkshop und mehrere 3D-Drucker auf dem Event aufgetaucht. Es war wirklich für jede Art von Projekt hier was dabei. Interessante Geschichte ist wahrscheinlich auch noch dieses Gelände. Ihr werdet es beim Durchgehen gemerkt haben, das ist ja eine alte Fabrikhalle. Wie kommt man denn als Hackerspace zu einer alten Fabrikhalle? Das ist eine Zwischennutzung. Ich hole jetzt nicht groß mit der Geschichte aus, aber das hier ist das alte Metallug-Gelände. Metallug hat hier bis 2015 noch Steckverbinder und Motorlager und solche Dinge gefertigt, ist leider insolvent gegangen und es hat sich kein passender Investor und keine neue Firma gefunden, die dieses Gelände übernommen hätte. Unter anderem, weil die Kosten zu groß gewesen wären, damals den Maschinenpark auf den aktuellen Stand zu bringen. So ist das Ganze abgewickelt worden und dann hatte man plötzlich ein leeres Gebäude. Darauf sitzt jetzt im Moment die Stadt Bamberg und überlegt, was sie damit machen soll. Und bis sich das entschieden hat und eventuell dieses Gelände dann Ausgleichszone wird für weitere Gelände, die wegfallen, wenn hier die Bahnlinie ausgebaut wird. Ihr kommt also bald schneller nach Bamberg. Bis dahin kann man dieses Gelände als Zwischennutzung bekommen. Das haben wir jetzt zum zweiten Jahr in Folge gemacht, sowohl für das Kontaktfestival als auch beide Male für die IGA. Und ich kann schon spoilern, es gibt zumindest eine mündliche Zusage, dass das nächstes Jahr auch nochmal klappen wird. Wir hangeln uns da also von Jahr zu Jahr, schauen, dass wir hier die Infrastruktur jedes Jahr aufs Neue wieder so tauglich hinkriegen, dass man in diesem eigentlich verlassenen Gelände einfach mal 200 oder auch gerne 20.000 Menschen zu Gast haben kann und gemeinsam schöne Dinge tun kann. Das braucht natürlich viel Liebe und Handarbeit. Das betrifft zum einen so die ganz klassischen Dinge, GWS, Gas, Wasser, Strom. Der Strom kommt über diese wunderschöne Metalltraverse, die ihr direkt vor dem Eingang über die Straße seht, vom nächstgelegenen Trafohäuschen, das ist irgendwie so knapp 100 Meter weiter, geht dann hier ins Gelände und dieses Mal konnten wir tatsächlich auch einige der Leitungen wieder hernehmen. Also es liegt hier sehr viel rum, wenn man dann mal rausgefunden hat, wo es hinführt, dann ist es sogar nützlich. Was euch interessieren dürfte, eine neue Maßeinheit, ein IGA Hack Center. Das sind so ungefähr 700 Kilowattstunden, zumindest auf die Dauer des Events. Man bedenke aber auch, da stand so ein Waffel Operating Center und die Waffeleisen sind wirklich heiß gelaufen. Ansonsten, Wasser ist natürlich auch... Ist hier jetzt gerade mein... Nein, okay, das ist alles in Ordnung. Wasser ist natürlich auch wichtig. Das kommt ebenfalls über die Traverse von einem etwas anderen Punkt, sind auch so um die 100 Meter. Wir haben hier große Mengen an Trinkwasserschläuchen verlegt. Wir haben auch das Wasser an den wichtigsten Entnahmepunkten noch testen lassen vor der Veranstaltung und haben ein sehr erfreuliches negatives Ergebnis gekriegt. Also da ist nichts drin außer H2O. Das könnt ihr getrost trinken. Was uns dieses Mal sehr geholfen hat, ist, dass wir ein paar neue Verteiler eingebaut haben. Beim letzten Kontaktfestival hat sich herausgestellt, wenn man so eine Wasserleitung einmal komplett um das Gelände drumherum legt, dann kommt da irgendwie am Ende nicht mehr so viel Wasserdruck an. Aber moderne Technik macht es möglich, wenn man damit Druckvermindern zwischendurch arbeitet und dann immer nur aus den verminderten Seitenabnahmen tatsächlich das Wasser entnimmt, dann kann man auch das ganze Gelände mit Wasser versorgen. Etwas, wozu ich gerade keine Folie habe, ist, wie sich das Gelände verändert hat. Die von euch, die letztes Jahr schon dabei waren, werden gemerkt haben, das ist ja alles noch mal ein bisschen anders. Wir haben jetzt ein Hackcenter in einem neuen Gebäude, im Moment ein neues Gebäude. Ja, dadurch, dass es eine Zwischennutzung ist, hängt es von Jahr zu Jahr ab, was uns genau in diesem Antrag bewilligt wird. Und freundlicherweise haben wir dieses Jahr das Gelände, wo jetzt das Gebäude, wo das Hackcenter drin ist, zusätzlich noch bekommen. Mehr Raum für interessante Dinge. So war jetzt das Hackcenter vom letzten Jahr ein Workshop-Raum.
Und ihr hattet, ich weiß es nicht genau, Quadratmetern, aber ihr hattet fast doppelt so viel Platz, um tatsächlich eure Geräte auf den Biertischen aufzubauen und zusammen zu hacken. Mit dabei auch zusätzliche Wasser- und Strominfrastruktur, Spültoiletten und so. Also es ist alles nochmal deutlich schöner geworden seit letztem Jahr. Hoffen wir, dass sich dieser Trend so fortsetzt. So, das nächste, was natürlich auf einer Chaos-Veranstaltung mit ganz vielen Hackern und Hexen nicht fehlen darf, ist eine ordentliche Internetanbindung. Dafür haben wir unseren Fusin. Ja, vielen Dank für den Vortrag bisher. Ja, als wir hier angefangen haben, standen wir so ein bisschen vor dem kleinen Problem. Wir haben hier nur 25 Mbit. Das reicht vielleicht für zwei Hacker, aber nicht für so viele. Wir haben uns dann ein kleines bisschen ausgetobt, hatten, wie Voidpointer auch schon ein bisschen gespoilert hat, auch viel, viel Hilfe. Wir haben von der Berufsschule und den Stadtwerken da einen 1 Gigabit-Uplink bekommen, konnten den dann mit viel Glück, ohne dass da irgendwie Berufsschüler dazwischen fuhrwerken, tatsächlich per Richtfunk bei uns aufs Gelände erstellen. Da steht nur ein Bauzaun davor. Hat aber super geklappt. Und Cyberband am Bauzaun, das hat wahrscheinlich am meisten geholfen. Genau, damit kommen wir hier aufs Gelände. Wir kommen dann tatsächlich da drüben raus. Da steht ein kleiner Consumer-Grade Router, der sehr viel Verantwortung hatte. Da steht auch ein kleiner Miniserver, da läuft Wires drauf. Der macht das ganze Routing, das ganze DNS, alles, was halt so ein Switch nicht macht. Dann haben wir, was wir super cool fanden, auch dieses Jahr wieder, die Netze vom CCC bekommen. Das heißt, ihr durftet alle mit öffentlichen IPs, mehr oder weniger sicher, je nachdem, welches Wi-Fi ihr gewählt habt, ins Internet. Oder halt auch Dienste bereitstellen. Genau. Von da drüben aus, wir hatten das Glück, dass es hier echt, wir können tatsächlich noch, wir hatten das Glück, dass es hier relativ viel Verkabelung gab. Die hat da alle in losen Kabeln geendet. Wir haben da einfach ein Patchpanel ran und siehe da, es hat funktioniert. Das war sehr cool für uns, so haben wir unsere ganzen Access Points verteilt. Es geht tatsächlich Gigabit und PoE auch über 100 Meter. Die Kabel haben wir nicht gelegt, aber wir waren froh, dass wir sie nutzen konnten. Genau, von da aus, da haben wir noch einen Medienkonverter-Switch stehen, der ist ein bisschen sinnlos, der macht nichts anderes als von Kupfer auf Glas wandeln, aber wir sind nicht drum herum gekommen. Ihr habt vielleicht im Hackcenter gemerkt, da waren die Switcher an der Decke gehangen und von da aus dann auch zu einigen Tischen runter. Zudem wurden die auch noch vom Deck mit benutzt, was glaube ich auch ganz gut geklappt hat. So ein paar grobe Zahlen, das ist jetzt schon 15 Uhr. Wir haben tatsächlich deutlich mehr Leases im Unsafe-Netzwerk. Ich hoffe, ihr habt da irgendwelchen Blödsinn gemacht und wart da nicht so viel mit euren Geräten drin. Wir hatten fast 1000 Leases im Unsafe-Netzwerk, im Safe-Netzwerk nur 600. Wir hatten im Orga-Netzwerk tatsächlich 60 Leases. Gibt einem so ein bisschen ein Gefühl, dass da doch einige Leute irgendwie dran mitgearbeitet haben. Vielleicht haben sie auch nur viele Geräte, ich weiß es nicht. Was mich tatsächlich echt überrascht hat, wir hatten weniger Traffic als letztes Jahr. Wir machen keine Werbung dafür, wir haben immer ein bisschen Angst um den Richtfunk. Das VOG will ja auch drüber streamen, aber ich glaube, ein bisschen mehr dürft ihr tatsächlich. Und wir hatten tatsächlich keine Downtime, was mich immer wieder überrascht mit der Richtfunkanlage, mit all dem, was dazwischen ist. Aber es hat geklappt. Und ich möchte noch einen ganz kleinen Shoutout loswerden an die Jungs aus der Binary Kitchen. Ich finde das super faszinierend. Letztes Jahr mussten die hierher kommen. Ich bin leider ausgefallen, haben eigentlich das Netzwerk fast selber aufgebaut. Dieses Jahr sind sie trotzdem wieder hergekommen. Ich verstehe es nicht. Und haben wieder mitgeholfen. War mega cool. Vielen Dank. Und damit gebe ich weiter. Zurück an dich. Danke dir. Was würden wir ohne Netzwerk machen? Und es macht definitiv mehr Spaß, das im Team zu machen und auch mit dir zu machen, statt dich nur von daheim zuzuschalten. Die nächste Art der Kommunikation, die auch sehr gewachsen ist dieses Jahr. Fusin hat schon die Leute aus der Binary Kitchen, also dem Hackerspace in Regensburg, erwähnt. Wir sind letztes Jahr so ganz unscheinbar als Teilnehmende angerückt und haben gedacht, ja, da ist ein neues Chaos-Event, da steht nichts dabei, dass da Event von dabei wäre, dann machen halt wir so ein bisschen Telefonie. Jetzt nicht so fancy mit Selbstregistrierung und so, aber man kann wenigstens telefonieren.
Das ist ganz gut angekommen. Das hat noch relativ wenig Leute ein Gerät dabei. Also haben wir da dieses Jahr mal ein bisschen mehr reingesteckt und ach du meine Güte, was habt ihr getan? Ich fange mal damit an. Wir hatten 28 registrierte Deckgeräte. Das ist, glaube ich, ungefähr viermal so viele letztes Jahr. Wir hatten einige Leute, die per SIP von ihrem Endgerät eingewählt waren, teilweise von Handys, teilweise haben sie tatsächlich Tischtelefone mitgebracht. Oh, stimmt. Gut, dass du das sagst, Raven. Applications waren auch über SIP angeschlossen. Es ist zum Beispiel irgendwann während dem Event jemand auf uns zugekommen, so, ich habe da so ein Matheometer, ich würde das gerne in das Telefonnetz hängen. Ja, dann hatten wir ein Matheometer. Das haben Leute Telefone einfach öffentlich aufgestellt. Also wenn ihr euer eigenes Gerät nicht dabei hattet, dann hattet ihr die Wahl zwischen allen Generationen von Telefonen, alles von Wählscheibe bis modernstes IP-basiertes Telefon. Und es wurde auch rege genutzt mit 131 Anrufen, auch Anrufen aus dem öffentlichen Telefonnetz. Wir haben dann irgendwann einen Dial-In über eine ganz normale Festnetznummer geschaltet. Also es konnten euch auch eure FreundInnen von daheim anrufen ins Event rein. Dial-Out gibt es bei uns normalerweise nicht, weil das kann sehr schnell sehr teuer werden. Und ich meine, wir sind hier ja Hacker und Hexen, also wer weiß, was ihr dann damit anstellt. Da sind wir im Moment noch ein bisschen vorsichtig. Falls da mal jemand einen Dial-Out sponsern möchte. Also da war ja mal so eine Webadresse, ne? Ansonsten haben wir uns auch an das Event Phone Virtual Phone Network angeschlossen, quasi das dauerhaft laufende Event von Event Phone. Auch dahin konnte Dial-Out verwendet werden. Dial-In ist nicht mehr rechtzeitig fertig geworden. Wir haben da prinzipiell was in der Schublade. Nächstes Jahr vielleicht wieder. Ja, die Sache mit diesem Dial-Out, das ist kein Tippfehler. Wir haben wirklich 56 Stunden Anrufdauer gehabt auf einem Event, das 4 Tage gedauert hat. Da hat irgendjemand im EP-VPN so eine Nummer, wenn man die anruft, dann kriegt man eine Warteschleife mit regelmäßig wechselnder Musik und wie ich gehört habe, anscheinend gar nicht so schlechter Musik. Und dann haben Leute halt, ich meine, ich weiß nicht, ob es euch entgangen ist, wir haben auch eine Lounge zur Musik hören. Aber man kann natürlich auch einfach sich mit seinem Telefon ins Hackcenter setzen und darüber Musik hören. Wenn man den Dial-Out ins IPVPN mal weglässt, dann waren es trotzdem noch über 1,5 Stunden Telefonie bei, wie gesagt, 28 Deckgeräten und ein bisschen SIP und ein bisschen verteilten öffentlichen Telefonen. Also ihr habt wirklich rege telefoniert. Danke dafür, macht weiter so. Wir trauen uns zu sagen, use more telephony. Um mal kurz zu gucken, wie sich das hier so entwickelt hat. Letztes Jahr war das ja ein Last-Minute-Schnellschuss, so irgendwie hier tauchen ein paar Regensburger auf und haben ein bisschen Hardware dabei und so allmählich entsteht da was. Dieses Jahr war das von langer Hand vorab geplant. Einige Menschen aus Regensburg sind hier vorab angereist und haben schon mal die Deckanlage aufgebaut, da stand das Netzwerk noch nicht mal vollständig. Haben dann so nach und nach hier mehr RFPs, Radio-Fix-Parts, also die Antennen verdeckt verteilt und so nach und nach, größtenteils schon an Tag 1, ist hier das Telefonnetz online gegangen. Wurde dann noch die nächsten Tage weiterhörkelt. Also ihr seht, der Dial-Out ist irgendwann dazugekommen. Dann kam diese Idee aus dem Nichts mit, ja, wir haben doch elektrische Fahrzeuge und Telefonie, wir machen jetzt einen Lieferdienst für Waffeln. Und zu guter Letzt, leider erst nur für die letzte Nacht, aber auch der Schlafsaal wurde dann am Ende noch über einen LTE-Uplink mit Telefonie versorgt. Also das war, glaube ich, für einige Leute ganz nützlich, um sich zu koordinieren, wer jetzt wem wann die Tür aufmacht. So, das ist dann die andere Seite von dieser Telefonie. Also hier im Event hat das alles super funktioniert und alles war sehr freundlich, aber dann hängt das Ding ja auch noch im Internet. Also ihr könntet ja prinzipiell auch von daheim per SIP in das Event telefonieren. Das haben ein paar Leute auch irgendwie versucht, also ein paar viele, mit so interessanten Quell- und Zielrufnummern wie Passwort oder 852 unavailable oder SQL Injections. Das hat natürlich alles nicht funktioniert. So, die nächste Art der Kommunikation, die unidirektionale, da gibt es diesen Vortragsraum, wo ich gerade auch auf der Bühne stehe. Ich glaube, da möchte auch unser Licht- und Tonteam ein bisschen was dazu sagen. Kommt doch mal zu mir vor. Ja, hi. Ich habe ein bisschen was getan im Gegensatz zu letztem Jahr. Wer letztes Jahr schon da war, dem wird auffallen.
Die Bühne hat sich von dort nach dort bewegt. Wir haben es weit geschafft dieses Jahr. Wir sind ganz normal angeschlossen über die 63er UV, die da drüben hängt. Und wir sind dieses Jahr nur mit 16 Ampere ausgekommen. Wir haben nur eine Verteilung hier auf die Bühne gelegt. Letztes Jahr haben wir durchgehend die Sicherung geschmissen. Und dieses Jahr haben wir irgendwie sehr viel Strom gespart. Gute sonst noch, ups. Die Beamerhalterung, die haben wir noch einen Tag vorm Event gelasert, bis wir irgendwann gemerkt haben, der kann ja nicht an die Decke gehängt werden. Und wir haben hier einen Durchlauf, weil die Leute wissen, wir haben hier Technik rumstehen. Also täglich haben wir so einen durchschnittlichen Verlust von 2 Mehrfachsteckdosen. Ich bin mal gespannt, ob meine Eurobox wieder voll wird. Ich wage es zu bezweifeln. Aber 2 Stück hatten wir mindestens immer an Durchlauf. Ja, unser Lichttechniker, der ist unfreiwillig in den Corona-Urlaub gefahren. Und dann hatten wir hier 2 Tontechniker stehen und unseren Ambilight-Techniker und waren so, da steht jetzt ein Lichtpult, wie bedienen wir das? Und das ist ein Shortek Lampy und wir standen ein bisschen davor und haben dann irgendwie überlegt, okay, wir verbasteln uns jetzt mal nicht. Hier oben hängen einfach nur 2 Stufenlinsen, wir haben hier hinten 2 LED-Bars auf dem Boden und die Deckenleuchten, die über euch hängen, die sind auch mit ans Pult angeschlossen. Insgesamt sind das, glaube ich, 4 Dimmerkanäle für die Stufenlinsen und das, was hier im Raum hängt. Und das Coolste vom Setup ist, glaube ich, dann doch eher das Ambilight, das, was neben der Bühne passiert. Vielleicht kann man das ja auch online zeigen, wenn man da mal ein Stückchen zur Seite schwenkt. Und was das für eine coole Konstruktion ist, wird jetzt mal ganz kurz Spezi erzählen. Ja, hallo, ich bin der Spezi. Genau, also ich war dieses Jahr beim Kontaktfestival beim Aufbau vorher ein bisschen hier rumgestreunert. Und ja, da habe ich beim Schrott, habe ich hier diese Stangen, das sind Stahlkabelkanäle, gesehen und ja, zu Hause hatte ich irgendwie Streifen. Machen viele Jahre schon auf Festivals so Sachen und mit LEDs haben wir immer schon so ein bisschen rumgespielt, aber wie ihr selber vielleicht schon wisst, also es gibt nicht so richtig Open Source, coole Software, so LED-Matrix-Software, mit der man schön die ja in Szene setzen kann, sondern es ist ein Gecode dabei. Und dann bin ich auf das Projekt Hyperion gestoßen, was quasi ein Ambilight ist, wie bei den Philips dahinter quasi nochmal das Bild oder sage ich mal die Farbgebung von dem momentanen Bild und habe festgestellt, das ist unheimlich performant. Und dann haben wir hier kräftig gelötet, ein ESP auf einer Not-MCU und ja, so ein bisschen Elektronik-Level-Shifter und Step-Down, um das dann auf die 12-Volt-LEDs-Streifen dann zu schicken. Ja, und haben festgestellt, das läuft super über WLAN, total performant. Und hier haben wir jetzt nochmal das Experiment und haben ein offenes Netzwerk, was niemand irgendwie gehackt hat, warum auch immer. Na, wo die alle quasi ansteuerbar wären darüber, die LED-Streifen. Aber ja, außer mir hat das niemand gemacht. Und es hat super funktioniert. Am Anfang, quasi von dem Rechner, der die Animationen abschickt, der war auch im WLAN drin. Da hat es ein bisschen gehakelt, aber seitdem der mit dem Kabel verbunden ist, läuft das wunderbar. Und das Projekt werden wir jetzt demnächst dann mal veröffentlichen, noch ein bisschen Dokumentation und so weiter. Und dann kann jetzt jeder endlich unter Linux schön Visuals machen und LEDs ansteuern. Das nochmal dazu. So, und eine kurze Slide Tons haben wir noch. Wir haben es geschafft, erst ab 3 Tag 3 Störsignale in unsere Multicore zu kriegen, weil wir liegen hier nur am analoges Multicore. Vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr hin mal in digital. Das heißt, ihr durftet beim Hacker Jeopardy moderne, innovative Effekte erleben in Form von Störsignalen. Wir haben sie nicht gefunden, woher die kommen. Vielleicht kriegen wir es nächstes Jahr in den Griff. Ich danke dem VOG übrigens, dass sie Funksender dabei hatten, sonst wären wir alle mit Kabeln rumgerannt. Das war eine sehr große Erleichterung und sonst PA haben wir sehr viel rumgebastelt. Es hängen 2 Tops an der Decke, wir haben hier einen Frontfill, an der Seite haben wir eine Bassniere gebaut. Das ist hinter dieser Wand ist noch so ein bisschen lounge, damit es nicht zu sehr nach hinten schallt. Das heißt, wir können hier mit den Tops einen geringeren Pegel fahren und es besser verteilen im Raum und die Bässe
knallen nicht so nach hinten rein in den Raum. Wir haben hier zwei DSPs stehen, über die wir das steuern, irgendwie, glaube ich, drei Endstufen in Verwendung. Und nachdem der Molton gehängt wurde, hatten wir dann auch nicht mehr 3 Sekunden Nachhaltzeit hier drin. Der Raum war wie immer eine Herausforderung, aber eine sehr schöne und es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, Ton ist da, Ton funktioniert und wir übergeben zurück. Ich kann euch auch wirklich nur nochmal Danke sagen. Vor allem das Lounge-Programm hat dieses Mal nachts super funktioniert. Letztes Jahr, nachdem die Bühne invertiert war, hat es natürlich auch ein bisschen in die eigentlich leise Lounge rübergeschallt. Das hat dieses Mal viel besser funktioniert mit dieser Bühnenausrichtung. Und das, was Spezi hier mit seinen Lichtleisten gebaut hat, sieht natürlich einfach super gut aus. Gut, dass du gerade noch Hacker Jeopardy erwähnt hast, Jeff. Da habe ich keine Folie dazu. Ich gebe schon mal dem Bock Zeit, mit den Hufen zu scharen. Zum Hacker Jeopardy sei noch gesagt, es hat alle Erwartungen erfüllt, die man daran hat. Es hat ein bisschen verspätet angefangen und die Hardware war noch live in der Dreiviertelstunde davor gefrickelt. Die Hardware hat hervorragend funktioniert, die Software war noch nicht ganz fertig und so haben dann unsere lieben Hacker Jeopardy bastelnden Menschen die neue Hardware mit der alten Software, mit so einem kleinen MQTT-Server in einem Rechenzentrum in Falkenstein, bei einem Hoster, den man sich wahrscheinlich denken kann, dazwischen gebastelt und es hat funktioniert. Also Hacker Jeopardy-Erwartungen erfüllt. Ich glaube, dass gemessen daran, wie lange es gedauert hat, bis die Leute wieder ins Hackcenter rübergeströmt sind, kann es gar nicht so schlecht gewesen sein. So, Wok, was habt ihr für uns getan? Ich glaube, ziemlich viel. Danke für das Audio. Erstmal, ich weiß nicht, wer von euch war letztes Jahr da? Schon so einige Leute, glaube ich. Letztes Jahr war dieses Recording-Setup so ein bisschen YOLO, weil da diese Kommunikation so, ja, wir machen hier Wok und dann war irgendwie die Kommunikation aus und irgendwie wurde vorher noch spontan Hardware von der Uni irgendwie angekarrt und wir haben dann irgendwie auf Video gemacht und so. Warum hat die ganze Zeit... Das tut es schon länger. Meins tut es auch manchmal, aber nicht so oft. Sollen wir mal tauschen? Hallo, okay. Hallo, okay, Entschuldigung. Dieses Jahr war das irgendwie so, wir haben irgendwie vorher schon mal irgendwie miteinander gesprochen, so ungefähr auf der letzten Liga und haben dann irgendwie schon letztes Wochenende aufbauen können, was super war. Die Talks vom letzten Jahr wurden irgendwann dieses Jahr so 4. Mai released. Dieses Mal haben wir es hingekriegt, die von Tag 2 zu releasen. Und sobald ich dann später von der Bühne runter bin, können wir die anderen Talks auch noch schneiden. Und dann sind hoffentlich spätestens in so einer Stunde die Talks fertig, alle, weil dann kann das noch ihr Netzwerk abbauen. Sonst werden die, glaube ich, so ein bisschen sauer, wenn wir hier noch länger das Netzwerk brauchen zum Uploaden. Ansonsten wirklich vielen lieben Dank an das Audio-Team. Normalerweise ist das irgendwie so, wir gehen auf eine Veranstaltung und dann kriegen wir da so Boxen und dann müssen wir schauen, wie wir irgendwie XLR legen und stecken uns hier an die Boxen und machen dann selber Audio. Und dieses Mal war das so, ja, hier sind 2 XLR-Kabel, werft die mal bei euch in den Stream und dann hatten wir da das Audio und wir haben von unseren Funksendern einfach nur XLR-Kabel rübergeworfen und dann haben die sich drum gekümmert, um das Abmischen und sonst was und das war sehr entspannt. Ansonsten, wir hatten nur 15 Talks, gerne mehr einreichen, das war, wir hatten irgendwie pro Talk eine halbe Stunde Pause oder so, also ansonsten, im Hacker Jeopardy gab es gestern irgendwie so eine Runde mit Katzen, sehr vielen Katzen in allen möglichen Varianten und Formen und sonst was, unter anderem der Winkelkatze, das Logo vom C3 Wok, das wurde irgendwie, es wurde erraten, aber von einer Person, die beim Wok ist, was so ein bisschen, nicht erraten, außerhalb von Freunden und Familie. Was irgendwie. Ich finde die Talks später auf media.ctc.de und dann gebe ich weiter an. Ja. Wir tauschen mal zurück mit den Mikros. Ich behalte mir mal, dass das besser funktioniert hat. Und für alle, die das Wok-Look anschauen wollen, könnt ihr umdrehen und es hängt da am Tisch, weil da ist die Wok-Zone.
So, ja, von wegen umdrehen. Ihr sitzt da ja gerade ganz bequem auf so allen möglichen Sofas. Das schade, dass das die Leute im Stream nicht sehen können. Eventuell können wir dann nachher mal, sobald dieser Raum wieder menschenleer ist, ein paar Fotos davon online stellen. Das Kontaktfestival hat so im Laufe der Zeit ziemlich viele Sofas angesammelt und irgendwelche alten Lampen und Kunstwerke und so. Und die nutzen wir natürlich gerne weiter. So sitzt der Großteil des Publikums, das ich da vor mir sehe, gerade tatsächlich auf Sofas statt auf klassischen Stühlen. Ist das bequem? Gut. Das sind wohl so um die 50 Stück. Im Hack Center ist es ein bisschen unbequemer, aber dafür funktionaler. Wir haben ein paar Biertischgarnituren organisiert. Das war dieses Jahr auch eine etwas kurzfristige Aktion, aber da danke an unsere Lieferanten und an alle Helfenden, die dann noch kurzfristig an Tag 1 aufgebaut haben. Die Getränke, dazu komme ich auch gleich nochmal, haben diesmal 5 Paletten gefüllt. Die muss natürlich auch irgendjemand hier durch die Gegendstapler fahren. Und viele der Aufbauten funktionieren einfach dadurch, dass man da so einen IBC-Kanister, das sind diese großen, nahezu würfelförmigen Dinger, in die halt 1000 Liter Wasser reinpassen und dann wiegen sie eine Tonne und dann gehen sie nicht mehr davon weg, wo sie gerade sind. Das ist ein sehr praktisches, strukturelles Element. Da kann man auch schöne Kunstwerke mitbauen. Das ist hier alles durch die Gegend gefahren worden. Was das Trinken angeht, an unserer lieben Bar. Wir legen da ja Wert auf Regionalität. Also da unten seht ihr, wir haben 6 verschiedene Sorten Bier gehabt. Bamberg hat natürlich noch eine viel größere Biervielfalt. Es gab auch ein Bier-Tasting, das ein Mitglied unseres Spaces veranstaltet hat. Man konnte mir nicht mehr genau sagen, wie viele Sorten es waren. Zieht daraus Schlüsse, wie ihr wollt. Aber es scheint sehr gut angenommen worden zu sein. Wir haben dieses Jahr Glücksmoment als lokale Mate, auch liebevoll bezeichnet als die Schweinchenmate, weil sie hat so ein kleines Glücksschweinchen vorne drauf. Das ist Mate, die ist auch noch mit Hopfen gemischt. Das ist ein ganz interessantes Geschmackserlebnis. Wenn ihr es noch nicht getan habt, holt euch nochmal eine und probiert die. Wir haben auch unseren geheimen Vorrat an Wintermate angezapft, obwohl es gerade nicht so wirklich Winter ist da draußen, den Temperaturen nach. Und eine Neuerung von letztem Jahr hat sich diesmal wirklich durchgesetzt. Letztes Jahr ist da so spontan eine Flasche Absinth gespawnt an der Bar und dann haben Leute damit so etwas Chunk-ähnliches gemischt und es war eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt haben wir dieses Jahr einfach mal selber Absinth angeschafft und an der Bar ausgeschenkt. Wurde auch wieder ganz gut angenommen. Vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen, dass dann am nächsten Morgen so viel ACE getrunken wurde. Vielleicht musste da was ausgeglichen werden. Naja, also über 250 Chunks wurden hier ausgeschenkt und auch getrunken. Ich hoffe, es hat geschmeckt und wir machen weiter so. Das andere leibliche Wohl, das Essen, auch da habt ihr uns überwältigt. Es gab ein ewiges Frühstück, das war nicht so ewig, das war dann am Abend 1 gleich mal leer. Letztendlich 6 Mal während des gesamten Events sind wir dann nochmal nachkaufen gefahren, damit ihr uns hier nicht am Hungertuch nagt. Das Wok hat uns tatkräftig unterstützt. Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, wie viel Waffeln aus den Zutaten rauskommen, aber wir haben für über 350 Euro Zutaten eingekauft und das müsste für ungefähr 400 Waffeln gereicht haben. Es gab natürlich auch wieder vegane Waffeln. Ich glaube, diesmal kamen die am Samstag. Also gegebenenfalls müsst ihr euch mal gedulden, bis ein Mensch Zeit hat, veganen Waffelteig zu mischen, aber ihr werdet irgendwann auch auf eure Kosten kommen. Und diesmal neu dabei war auch ein Foodtruck, der hier vegane Wraps und ich glaube zwischendurch auch Burger und solche Sachen angeboten hat. So kommt ihr auch mal zu warmem Essen, ohne dass ihr hier die Lieferdienste bemühen müsst. Leider hatte Manja, die den Foodtruck betreibt, am Freitag schon ein anderes Event. Das heißt, sie konnte uns hier nur Samstag und Sonntag bewirten. Aber ich finde, das hat sich sehr gelohnt. Das Essen ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und ihr könnt auch nach dem Closing nochmal da vorbeischauen. Ein bisschen wird sie noch da stehen. Kommen wir nun zu euch und zu dem Rest von euch, der gerade nicht hier sitzt. Letztes Jahr war das ja so ein leidiges Thema, dass ja, wir haben da so eine Veranstaltung gestartet und dann sind irgendwie gar nicht so viele Tickets verkauft worden. Und dann war es 2 Wochen vor der Veranstaltung und dann haben uns plötzlich Leute die Bude eingerannt und haben irgendwie so ein Drittel der Tickets in den letzten 2 Wochen vor Beginn gekauft. Das macht uns die Planung nicht unbedingt einfacher. Holt euch eure Tickets so früh wie möglich, dann kriegt ihr auch noch Sparpreistickets, um mit der Bahn herzufahren, über die schöne neue ausgebaute Bahnstrecke. Letztendlich, letztes Jahr sind wir so knapp unter den 200 Tickets rausgekommen. Diesmal haben wir das ganz gut geknackt mit 249 Tickets. 4 davon sind sogar heute noch gekauft und bezahlt worden. Also danke an die kurzentschlossenen Menschen, die hier noch aufgetaucht sind. Und nach
Zählung von unserem Einlass sind tatsächlich 235 der Menschen auch hier am Gelände aufgetaucht. Die Differenz kommt eventuell auch daher, dass so Sachen wie Kindertickets einfach kostenlos klickbar waren. Da kann es sein, dass ein paar Sachen einfach auf Vorrat gekauft waren. Schön, dass ihr alle da wart. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe vorher schon mal angeteasert, die Zwischennutzung von diesem Gelände wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder klappen. Jetzt haben wir aber schon einiges an Feedback gekriegt, so, ja, dieses Datum war vielleicht nicht optimal, weil das ist Prüfungsphase, jenes Datum ist vielleicht nicht optimal, weil das sind andere Chaos-Events. Wir müssen da jetzt mal ganz scharf drüber nachdenken und wir werden euch ein Datum nachreichen. Behaltet unsere Website im Auge, fairydust.reisen. Naja, wenn ihr hier seid, habt ihr sie wahrscheinlich eh schon gefunden. Wir werden das auch auf Mastodon verbreiten und ja, bleibt uns treu und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr. Bis dahin habe ich noch so ein bisschen Bitte und so ein bisschen Empfehlungen für euch. Die bitten zweierlei in eigener Sache. Zum einen, bitte gebt uns Feedback. Es gibt dieses sogenannte Wiki, was im Ende ein Markdown-Pad ist, also da könnt ihr relativ leicht selber mitschreiben. Schreibt uns da mal rein, was euch hier gefallen hat, was euch vielleicht gefehlt hat oder was nicht so gut gelaufen ist. Wir sind zwar nur ein kleines Team und noch ein sehr junges und neues Event, aber wir tun unser Möglichstes, dass ihr hier ein schönes und vielseitiges Event habt. Und ja, wenn ihr Ideen habt, wir werden natürlich schauen, ob wir die umsetzen können. Wir sind außerdem für dieses Event auch immer auf Spenden angewiesen. Wir versuchen, die Tickets so bezahlbar wie möglich zu halten, dass hier alle Leute mal vorbeischauen können. Wir schauen auch mal, ob wir nächstes Jahr echte Tagestickets möglich machen können, statt nur von jetzt bis Ende des Events, falls es das tatsächlich kurz entschlossene Menschen gibt, die einfach mal, wir wollen uns das mal anschauen, wie funktioniert denn dieses Chaos und diese IGA. Schauen wir mal, was wir da machen können. Gebt uns also Feedback. Wenn es euch möglich ist, geht nochmal an so einer Spendenbox vorbei, da steht eine, an der Bar steht eine, die haben tatsächlich noch das Kontaktlogo drauf, weil, naja, das Kontakt lebt auch von Spenden, ebenso wie wir. Und dann können wir auch nächstes Jahr hier wieder eine möglichst unkommerzielle, selbstorganisierte IGA veranstalten. Und ein besonderes Anliegen von mir und auch von der ganzen IGA-Orga als neues und kleines Event, macht mehr Chaos. Traut euch, dass ihr euch wo einbringt. Traut euch, dass ihr was ausprobiert. So entsteht Chaos. So wird das Chaos so vielseitig. Ganz viele Sachen hier sind entstanden dadurch, dass sich irgendjemand gedacht hat, Moment mal, es wäre doch total cool, wenn es vielleicht Waffeln auf dem Event gäbe. Wenn man die Talks auch im Internet anschauen könnte. Wenn es vielleicht mal ein Chaos-Event in Bamberg gäbe. Also, was ist euer... Moment mal. Was wollt ihr ausprobieren? Viel Spaß und bis nächstes Mal.